Warum Hitzewellen dramatisch sind, weil sie unter anderem die Böden austrocknen und diese dann nicht mehr in der Lage sind, Wasser aufzunehmen. Anhand eines kleinen Experiments der Uni Reading möchte ich euch zeigen, wie Starkregen bei Dürre zu Überschwemmungen führt. Alles, was wir dafür brauchen, ist ein Glas. Das Glas füllen wir mit Wasser, im besten Fall hier aus der Regentonne, da ist immerhin auch noch ein bisschen Wasser drin. Und dann probieren wir es einmal aus mit nassem Rasen, hier in dem Fall neben meiner Regentonne. Im zweiten Versuch probieren wir das Ganze auf von der Sonne ausgedörrtem Boden, der fast schon wüstenartig aussieht hier. Und wir sehen, während das Wasser im linken Glas schnell in den Boden einsickern kann, staut es sich im rechten Glas und versickert gar nicht. Beziehungsweise es dauert ziemlich lange. Ich erspare euch die Zeitlupe. Es hat insgesamt über 6 Minuten gedauert, bis das Wasser in die Erde eingesunken ist. Und am Ende habe ich es einfach abgebrochen. Was sagt uns das? Ein kurzer Schauer bringt nichts. Extremregen führt zu Flut.